Moin moin Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt zu diesem Video. Und damit begrüße ich euch sehr herzlich am 22.07.2022. Was für ein geiles Datum an diesem Freitagabend oder wann immer ihr das Video auch schaut. Damit steigen wir ein in die Welt der Edelmetalle, Gold, Silber, Aktien, Platin, Kryptowährungen, Immobiliensorten, was weiß ich, Derivate, Dividenden, Rendite und so weiter und so fort. 1690,11 Euro pro Feinunze zu Gold. Liebe Freunde, was ist denn da passiert? Guck mal, schau, ich nehme dich mal mit rein. Guck dir das mal an. Oh, ein unsichtbarer Goldpreis. Wie schön. Pass auf, ich kann das auch so machen. Also hier ist diese Tief. Ihr seht ja, warte mal, ich mach mal so, ja. Hier geht es nicht weiter runter. Das war bei 1651,50 US-Dollar. Nee, Euro pro Feinunze zu Gold. Und aktuell ist dann hier der Strich so nach oben gegangen und bis auf über, ja, knapp 1700 Euro hochgeschossen. Jetzt bei 1690,45 Euro pro Feinunze zu Gold. Sieht aber in US-Dollar nicht viel anders aus. Da haben wir aktuell über 1700, also sprich 1728,79 US-Dollar pro Feinunze zu Gold. Auch hier scheint das Tief erreicht bei unter 1682 US-Dollar pro Feinunze zu Gold. Und ja, also leider könnt ihr das jetzt ganz schlecht sehen, sollte normalerweise nicht so sein. Ist wohl irgendwie eine Farbfehler-Darstellung von meinem PC oder von dem Programm, was weiß ich. Aber man sieht hier seit dem 17. Juli, ne, so wie ich es im vorletzten Video schon gesagt habe, eine relativ gute konstante Konsolidierungsphase. Und ja, das könnte der Bodensatz gewesen sein. Ja, wir wissen ja jetzt, warum und wieso das Ganze. Dass die EZB ihre Politik durchgezogen hat. Ich habe es im letzten Video, da werde ich auch noch was dazu sagen, schon angekündigt oder sagen wir mal vorausgeahnt, vorsichtshalber ausgedrückt, dass es bis zu 0,5 Prozentpunkte Anhebungen geben könnte. Bis zu 0,25 war sicher, 0,5 stand im Raum und so ist es auch gekommen. Also hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf uns? Zunächst einmal nicht. Also ich denke mal, wenn überhaupt, wird das ganze Thema erst so in den nächsten, also nach 6 Monaten, so 6, 7 Monate, so Gewicht bringen in der Wirtschaft, und wie bis dahin die Inflationszahlen stehen, das werden wir dann noch erahnen oder das werden wir dann noch herausfinden, ja, wie das ganze Thema sich dann da in der Hinsicht weiterentwickelt. Jetzt noch kurz zu einem anderen Thema, was mir auch sehr wichtig ist, das anzusprechen, Thema YouTube. Liebe Freunde, ihr habt es ja mitbekommen, YouTube hat es manchmal oder im Moment kriegt YouTube es leider überhaupt nicht geschissen, etwas gegen Scammer zu unternehmen. Mir ist das wichtig, weil mittlerweile werden ja sogar meine Bilder geklaut von Scammern, ja, und von Bots. Es sind ja hauptsächlich auch Bots, die sozusagen unter den Kommentaren unter meinem Namen schreiben, wie toll und geil auch alles ist und wie sehr sie sozusagen gewisse Asset-Klassen hochleben. Und ich möchte euch mal gerne mal mit reinnehmen und euch das mal zeigen, wie sich das Ganze so artikuliert. Was man dagegen tun kann. Hier habe ich zum Beispiel die ausgeblendeten Benutzer. Und man muss sagen, die Hälfte aller gesperrten Nutzer hier, guck mal, sind alles Bots. Ja, also das sind alles Bots. Hier steht sogar noch drin, hier WhatsApp, bla 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 bla. Ich werde die Nummer jetzt nicht vorlesen, ja. Und es geht dann immer so weiter. Die sind sogar so kackendreist, dass sie in ihren eigenen Accountnamen sogar noch die WhatsApp-Nummer mit reinschreiben. Hier wieder WhatsApp. Blablabla bla, bla. Und Punkt, 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 hier WhatsApp, ah, guck mal, da hat der Bot sogar das Bild von der Linke, ne, Linke, glaube ich, ist Sarah Wagenknecht, ja, genau, von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht geklaut, finde ich auch eine starke Nummer, zuvor war mein Bildchen drin. Und da gibt es ganz viele solche Accounts, ja, also hier zum Beispiel wieder WhatsApp, so und so, hier Text, hier ist sogar noch mein Bild mit drin, ja, plus Nummer etc. und so weiter, hier wieder WhatsApp und so weiter und so fort. Das sind alles sogenannte Bots, liebe Freunde. Bots, ja, oder Scammer oder Bots im Auftrag von Scammer, die sozusagen irgendwelche Nachrichten unten reinposten unter die Kommentarfunktion und dann euch vorgaukeln, sie wären ich, ja, und euch dann auf unseriösen Seiten weiterleiten wollen, um euch dann sozusagen entweder privat abzuzocken oder über ominöse Scheinfirmen abzuzocken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bitte mit Sahnehäubchen obendrauf,
Wenn es dann darum geht, irgendwelche Pakete zu bekommen, ja, die euch zugeschickt werden sollen und ihr müsst dann irgendwelche Versandkosten, zum Beispiel 200-300 Euro schon vorbezahlen etc. Nee, liebe Freunde, sowas gibt es einfach nicht. Ja, also macht das nicht. Lasst euch da nicht irgendwie plump die Kohle aus den Taschen rausquatschen von wegen investiere jetzt und geh am besten auf irgendwelche Telegram-Gruppen und nur da bekommst du die wahre WhatsApp-Nummer und nur wenn du mit dieser WhatsApp-Nummer dann sozusagen korrespondierst, bekommst du diesen einen Tipp, ja, und dann wirst du mit diesem einen Tipp innerhalb von den nächsten 2 Wochen 3,5 Bitcoin erwirtschaften und kriegst als Zuckerl obendrauf sozusagen noch 100 Gramm Goldbarren, weil wir sind die coolsten Trader auf diesem Planeten und wir agieren nur im Hintergrund und deswegen suchen wir uns ganz gewählt, ganz gezielt nur Zuschauer aus ganz gezielten Kanälen raus, die es noch nicht mal geschafft haben, über 6000 Abonnenten zu kommen, weil das sind die allerbesten Kanäle auf diesem Planeten, liebe Freunde. Ja, also ich hoffe, ihr merkt meinen Zynismus, ja. Macht das nicht. Gebt solchen ominösen Plattformen bitte keine Aufmerksamkeit. Wenn ihr unter Kommentare guckt, da gibt es so eine 3-Punkte-Funktion. Ich werde das mal kurz demonstrieren, damit ihr da auch diesbezüglich auf dem Bild oder sozusagen im Bilde seid, wie das Ganze funktioniert. Da geht ihr einfach hier unter die Kommentarfunktion. Ich nehme euch nochmal mit rein. Hier muss ich klicken. Und dann gehe ich jetzt zum Beispiel mal bei mir selbst, ja. Hier sind diese 3 Punkte. Dann klickt ihr hier auf die 3 Punkte und dann könnt ihr hier, da gibt es dann hier so eine, da steht jetzt bei mir klar, logischerweise nicht drin, aber dann könnt ihr hier sozusagen das Ganze melden. Hier zum Beispiel Nutzer auf den Kanal ausblenden. Das habt jetzt ihr nicht, aber hier könnt ihr das Ganze melden und dann könnt ihr das Ganze melden und dann werden solche Bot-Accounts dann hoffentlich auch von YouTube entfernt, ja. Das kann ich nur jedem nahelegen. Bitte meldet solche ominösen Fake-Accounts und Bot-Attacken und Scammer, die im Prinzip nur eins vorhaben, euch die Kohle auf die übelste und vor allen Dingen auf die billigste Weise aus der Hose zu quatschen. Das muss nun wirklich nicht sein in einer Zeit, wo eh schon so viele Menschen sozusagen mit ihren eigenen Einkommen zu kämpfen haben aufgrund der aktuellen Teuerungen in Deutschland und in Europa. Dann brauche ich nicht noch irgendwelche dahergelaufenen Bots, die mir das Leben da auch noch schwer machen. Und vor allen Dingen nicht nur mir als YouTuber, ne, weil im Prinzip kann mir das ja sogar noch egal sein, sondern es ist ja das Ziel, euch als Zuschauer zu verarschen und eben euch sozusagen die Kohle zu erleichtern. Und da muss ich sagen, das geht mir dann als YouTuber einfach zu nahe bzw. zu weit, wenn da meine Zuschauer aufgrund solcher, ich würde jetzt am liebsten ein ganz bestimmtes Wort in den Mund nehmen, aber ich muss wieder aufpassen, weil sonst wird mein Video gleich wieder ihr wisst, was ich meine. Ja, also man muss ja auf YouTube immer aufpassen, wie man was formuliert. Insofern macht das nicht. Ja, gebt solchen Leuten keine Plattform. Dann vielleicht noch zum Abschluss zum letzten Video. Ich habe ja gestern ein Video gemacht mit dem Titel Achtung, die Medienlüge zur EZB-Ratssitzung und interessanterweise Zinsen und ihre Wirkung? Fragezeichen. Und interessanterweise hat dieses Video nicht mal 1300 Aufrufe und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es zeigt halt wieder einmal so gut, wie scheißegal es den Menschen ist, was ist die Wahrheit und was ist die Wahrheit nicht. Ja? Sobald irgendein, ich wollte schon Klaus Kleber sagen, nein, das darf ich ja wieder nicht. Ich darf ja nicht personenbezogen sagen, wer ist schuld, das wäre unseriös. Aber sagen wir einfach mal die Medien, ja, die großen Medien. Wenn die großen Medien irgendwas daherquatschen, es wird halt einfach blindlings geglaubt. Und ich finde das mittlerweile auch für mich als YouTuber, als Content Creator so dermaßen anstrengend, ja, gegen diese Windmühlen zu kämpfen. So unglaublich anstrengend. Das geht einfach in meinen Kopf nicht rein, wie es Menschen geben kann, die einfach diese Dinge nicht mehr hinterfragen. Was bringt es mir? Ich meine, ganz mal ohne Scheiß, ich als Mensch, ja, das muss ja bei euch draußen doch so ähnlich sein, hoffe ich zumindest, man hat doch Ziele im Leben und diese Ziele verfolgt man doch und um diese Ziele zu erreichen, muss man ja auch gewisse, muss man halt seinen Weg gehen, damit man das auch irgendwann mal verwirklichen kann, was man halt vorhat, ja, und da gehört es doch dazu, sich nicht von links und von rechts und von oben, von nach unten oder von unten, sich sozusagen verarschen zu lassen nach Strich und nach Faden. Ja? Also da muss ich doch einmal mein Hirn einschalten, die Augen aufmachen und mir überlegen, wie komme ich dahin, wo ich hin will. Ja? Und ich komme halt nicht dahin, wo ich hin will, wenn ich mir, wenn ich, also gerade wenn es um
finanzielle Freiheit geht, ja, da komme ich doch nicht hin, wenn ich mir ständig von anderen Leuten vorschreiben lasse, was ich zu tun und zu lassen habe, ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber kommentiert das gerne mal. Und das kann, da verstehe ich überhaupt nicht, null und gar nicht, warum es Menschen dann nicht interessiert. Verstehe ich nicht, ja. Ich meine, ist das wirklich so? Bin ich da irgendwie, habe ich da einen falschen Denkansatz? Ist das wirklich so uninteressant? Ist es den Menschen wirklich egal, was mit ihrem eigenen Geld ist, ja? Aber dann frage ich mich halt im zweiten Kontext, wenn es dir egal ist, was mit deinem eigenen Geld passiert, ja, warum gehst du dann in die Arbeit, um welches zu verdienen? Weil es ist ja dann sowieso egal, was mit deiner Kohle passiert, ja. Und auch hier nochmal der Tenor, ja. Wenn euch die Kohle egal ist, ihr dürft die gerne von meiner Haustür kostenlos abliefern, eure Kohle. Ich weiß, was ich damit anstelle. Ich weiß es sehr genau, ja. Und es wird auch immer so bleiben. Ich werde einen Blödsinn tun, um mir von anderen Menschen vorschreiben lassen, wie ich zu investieren habe. Wird einfach nicht passieren, ja. Und wenn ich dann irgendwann mal, sollte ich irgendeinen Fehler machen mit meiner Kohle oder irgendwie in die schöne Grube reinlangen, dann bin ich derjenige, der sich im Spiegel anschauen muss und sonst niemand, ja. Das ist nämlich das Schöne am Investieren, wenn du selbst investierst, wenn du deine Entscheidungen selbst trägst und dir dann sozusagen in den Spiegel schaust, dann kannst du dir sozusagen, dann weißt du, du warst es, dann auch wenn du Erfolg hast, dann weißt du, du hast es selbst erreicht, dann weißt du, okay, ich habe mir das ermöglicht, nicht andere, sondern ich war es, ja. Und wie kann man sich selbst noch in den Spiegel schauen, wenn man sich ständig von anderen sozusagen bevormunden lässt? Das verstehe ich einfach nicht, ja. Und wenn ich dann sowas sehe, wie in den Analytics, dass dann dieses Video, Achtung, die Medienlüge zur EZB-Ratssitzung, Zinsen und ihre Wirkung, auf Platz 9 von 10 landet, ja, also nicht ein Top-Video von meinen Videos, was ich oftmals so produziere, wenn es ein Top-Video ist, dann denke ich mir, hey, holla die Waldfee, was ist mit diesen Menschen los, ja, und das sind dann genau wiederum die Menschen, die als erstes dann schreien von wegen, ihnen geht so schlecht, das sind dann die Menschen, die dann zum Beispiel auch Ausnahmen bestätigen die Regeln, ich will niemanden pauschalisieren, ja, aber das sind dann auch unter anderem diese Menschen, die dann unter meinen Kommentaren schreiben, ich kann nicht sparen, nee, das geht nicht. Ja, dann wach auf und tu was dagegen, damit du es kannst, ja? Aber dieses Jammern und dann dagegen nichts tun wollen, das ist einfach eine Sache, die verstehe ich nicht, ja? Also das ist so, ich weiß nicht, da kann ich mich noch 10 Stunden lang drüber aufreden oder in die Kamera quatschen, weil mich das so unglaublich aufregt. Es muss doch möglich sein, dass Menschen endlich mal anfangen, ihre 2 Seile zwischen den Ohren zu benutzen. Das muss doch möglich sein, ja? Sorry, wenn ich das so direkt und so in diesem Sinne formulieren muss, aber das sind so Sachen, hey, nee, Freunde, es wird keine Zinsen für euch auf den Banken geben. Und mir ist es egal, wenn ich die nächsten 10 Videos das Gleiche sage, es ändert nichts an dieser Tatsache. Ihr werdet auf euren Bankkonten keine Zinsen kriegen. Und wenn ihr diese 0,15% Zinsen kriegen solltet, werdet ihr damit nicht ein Vermögen aufbauen können. Das wird so die nächsten Jahre bleiben. Und das könnt ihr euch jetzt noch 10-mal nicht anschauen. Ich werde es noch von mir aus 20-mal in die Kamera sagen, bis es irgendwann einmal der letzte Begriff hat, weil das genau so ist. Und es spielt für mich überhaupt keine Rolle, ob die Leute das hören wollen oder nicht hören wollen. Doch, eigentlich schon. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Natürlich nervt es mich, ja. Aber das sind so Sachen, hey, boah, jau. Hier zum Beispiel auch, da schreibt Carsten Stahl, wer kennt Carsten Stahl? Ich feiere diesen Mann, ja, weil dieser Mann ist so unglaublich authentisch und ehrlich in die Kamera. Die Armut nimmt brutal zu. Und ich würde gerne mal auch zu Carsten Stahl in der Hinsicht sagen, ja, weißt du was, Carsten, du hast so 100% recht, die Menschen werden immer ärmer und ärmer und ärmer. Aber weißt du, auf der anderen Seite ist es halt auch Fakt, es interessiert sie auch nicht. Es steht keiner auf und will irgendwas dagegen tun. Es hält nur jeder die Hand auf. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Generationsfrage ist, das möchte ich gar nicht beantwortet haben, aber es hält nur immer jeder die Hand auf und sagt, jetzt mach mal. Ja, und so funktioniert es halt nicht. Ich meine, man kann Kapitalismus toll finden oder man kann ihn blöd finden. Aber das Tolle an Kapitalismus ist es, dass auch jeder Mensch, wenn er sie etwas erreichen will, das auch erreichen kann. Ja, und da gehört es halt auch nochmal dazu, seine Buchstaben vom Sessel auf hochzuheben und etwas dafür zu tun. Und das sind so Dinge wie zum Beispiel sich Wissen
aneignen, ja, sich einfach auch mal hochzuarbeiten, Autodidakt irgendwann mal was durchzulesen und zu versuchen, diese Dinge zu verstehen, gerade wenn es ums Finanzbildung geht. Das gehört halt auch dazu. Und dann muss ich mir halt mal die Frage stellen, warum kriege ich auf der Bank keine Zinsen nicht? Warum bringt mir das nicht, wenn ich meine hart verdiente Kohle, die ich in 12 Stunden Arbeit erwirtschaftet habe, Tag für Tag für Tag, nichts dafür, wenn ich das Geld auf der Bank parke? Und was kann ich dagegen tun? Das ist doch das Mindeste eines jeden Menschen, was man tun kann. Gerne kommentieren. Das würde ich gerne mal zu Carsten Stahl sagen, und ich bin mir sicher, wahrscheinlich denkt er da sehr ähnlich, ja. Da fehlt mir einfach dieses von den Menschen, dieses sich mal hochraffen und mal, ja, wie gesagt, mal drüber nachdenken oder auch mal was dagegen tun, ja. Und ich meine damit nicht jetzt irgendwie irgendwo reinlaufen, ihr wisst schon, was ich meine, sondern sich selbst aufraffen, sich selbst die Frage stellen, wie kann ich meine Situation verbessern, ja. Weil ein anderer wird es nicht tun. Es ist da draußen keiner, der euch die Hand reicht und sagt, so pass auf, ich nehme dich an die Leine gewissermaßen, ja, und zeig dir, wo du deinen Haufen setzen kannst. Das wird keiner machen. Es ist einfach so. Du musst selber gucken, dass du im Leben zu was kommst und nicht andere. Und das ist, wie gesagt, ich dürfte es gerne unten kommentieren. Vielleicht ist es so eine Art Generationsfrage, ich weiß es nicht, aber es nervt mich mittlerweile, es nervt mich, und ich werde womöglicherweise öfter solche freien Rede-Videos machen über Dinge, die mich nerven, weil ich muss das jetzt einfach ansprechen. Wisst ihr Leute, es hat sich über die letzten Wochen und Monate bei mir so viel angestaut in der Hinsicht, was ich eigentlich immer sagen will und es dann doch nicht sage, weil ich immer denke, okay, ist das so gesellschaftskonform? Kennst du diesen Gedanken, wenn du dir ständig dieses Kopfkreisen im Kopf hast, was ist denn eigentlich gesellschaftskonform? Gerade wenn du YouTuber bist und in der Öffentlichkeit stehst, ja, und man weiß ja ganz genau, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du wieder aufpassen, wie formulierst du etwas, damit du ja bloß nicht irgendjemanden ins Bett scheißt oder irgendwie solche Geschichten, weil es könnte sich ja irgendjemand angegriffen fühlen. Und ich muss sagen, ich muss jetzt einmal einfach anfangen, diese ganzen Dinge über Bord zu schmeißen. Es regt mich mittlerweile so auf, immer nachdenken zu müssen, wie formuliere ich was, wann formuliere ich was, gegen wen sage ich irgendwas, darf ich überhaupt was gegen Person XYZ sagen, weil es könnte ja rufschädigend sein, etc. und so weiter und so fort. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, so wahr ich hier sitze, es gibt Edelmetallhändler, die interessieren sich einfach einen Dreck für euch. Das ist denen völlig egal, und wenn sie noch 10-mal sagen, kauf dies und kauf das, weil ich fühle euch. Nein, du fühlst überhaupt gar nichts. Wenn du eine scheiß Rolex am Armgelenk hast, ja, und dann in die Kamera redest, von wegen, ich bin nah am Volk. Ganz ehrlich, dann bist du nicht nah am Volk, weil es dir völlig egal ist, es geht ja nur um deine eigenen Zahlen und der Rest interessiert dich einfach nicht, ja. Und ich werde einfach auch aufhören, ständig mir Dinge, die mir in der Seele brennen, ja, wegzusparen, weil ich könnte irgendjemanden irgendwann irgendwo irgendwas Unangenehmes antun oder fühlt sich irgendein Mensch dann auf den Schlips getreten oder irgendwas in der Richtung. Nee, hey, liebe Freunde, so ist es nicht. Das werde ich einfach nicht mehr machen. Ich habe jetzt einfach, ich hab's dir mal angekündigt auf meinem Kanal, und ich habe gesagt, ich werde mein Format ändern, und ich habe mich dann wieder mal nicht getraut, das sage ich ganz offen und ehrlich, einfach auch die Wahrheiten anzusprechen, weil ich mir immer gedacht habe, hey, vielleicht kriege ich dadurch nur Ärger oder Stress. Ich meine, ich bin ja doch auch Vater und habe 4 Kinder, ja, und ich will ja auch nicht in irgendwelchen Situationen geraten, die irgendwie unangenehm sind für meine Familie oder so, aber ich kann nicht mehr. Ich muss einfach aufhören, ständig Dinge in mich hineinzufressen, ja. Und es ist einfach so, die EZB, der EZB ist das völlig egal, was mit euch ist, ja. Eine Christine Lagarde interessiert sich nicht für euch da draußen. Das ist der völlig wurscht. Die sitzt in ihrem Schloss drin. Die hat ihren Kaviar jeden Tag. Ich weiß nicht, ob sie Kaviar ist, ist mir auch egal, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der ist es wurscht. Der ist es buchstäblich wurscht, ja. Das ist der Punkt. Und das sind diese Entscheidungsträger über die Finanzpolitik von Europa. Das heißt in der Hinsicht, dass kein Land in Europa finanziell politisch souverän ist. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das unterstreicht ja gerade auch vorher, was ich gesagt habe mit Finanzminister Lindner. Man kann von der FDP halten, was man will. Man kann sie toll finden, man kann sie Dreck finden, das ist mir egal. Ja, aber der Punkt ist, das unterstreicht ja genau das. Nicht mal unsere eigene Politik hat eine finanzielle Souveränität in unserem eigenen Land. Das musst du dir mal ausmalen. Und dann reden wir darüber, dass diese Politik, die bei uns, diese Regierung in irgendeiner Form für uns Menschen in diesem Land irgendwas besser machen können. Ganz ehrlich, ja, wach doch mal auf. Wie soll denn das funktionieren? Das funktioniert nicht.
Ja, und das wird auch ein Bürgergeld nicht besser machen. Es gibt ein paar Leute, die schreiben, mal gucken, wie es mit dem Bürgergeld dann wird. Ja komm, ach, hör doch auf, als ob das in irgendeiner Form irgendwas besser machen würde. Das ist doch auch wieder nur zwei Zuckerl hinschmeißen. Und dann kriegst du halt nicht ein, sondern zwei Zuckerl. Aber das Grundproblem ist doch trotzdem das Gleiche. Weder können wir unsere Währungen aufwerten, noch können wir sie abwerten, noch können wir sie besser oder schlechter stellen, weil wir geknebelt sind an diesem Euro. Das ist doch die Wahrheit dahinter. Und entscheiden können wir auch nichts darüber, weil das macht ja die EZB. Die EZB übernimmt sozusagen die Entscheidung für uns alle. Und noch einmal, was bringen mir dann diese 0,5 Prozentpunkte auf einer Bank? Bei einer Inflationsrate von über 8%. Das heißt, es ist eine negative Realverzinsung von über 7,5%. Ja, dankeschön, lieber Staat. Das ist die Wahrheit dahinter, ja, und das regt mich so auf, dass dann so viele Menschen dieses Video nicht sehen wollen, weil es die Wahrheit ist, ja, da platzt mir der Hut, da platzt mir die Hutschen bei sowas, ja, also, ich habe dieses jetzt nochmal in diesem Video wiederholt und ich muss jetzt echt aufhören, weil sonst reißt es mich hier richtig. Vorsorge mit Gold und Silber. Macht was draus, wenn ihr wollt. Und wenn ihr mir nicht glauben wollt, ist okay. Dann investiert anders. Ja, dann geht in Aktien. Mache ich übrigens auch. In ETFs, in Aktien, in Einzeltitel, in Automobilindustrie, in Technologie und so weiter und so fort. Mache ich doch auch. Ja. Bitcoin, Kryptowährungen, Ethereum, was auch immer ihr wollt. Dogecoin, macht es einfach, wenn ihr der Meinung seid, das ist richtig. Ja. Aber bringt es doch nicht so sinnfrei auf die Bank. Ja, das ist das, was ich sehr, sehr weird finde, wenn Menschen das machen und dann einfach so ein Video wegskippen, so nach dem Motto, ach, ich habe die Wahrheit nicht gesehen, also existiert sie nicht, nö, das stimmt nicht, ich werde jetzt reich mit 0,5%, wirst schon sehen, ich muss nur 1 Million Euro reinzahlen, dann werde ich von 0,5% in 20 Jahren bestimmt auch meinen Spaß haben, ja. Lassen wir das Thema. Liebe Freunde, das soll es gewesen sein für dieses Video. Kommentiert es gerne. Ja, viel Zynismus, viel Sarkasmus. Ja, nehmt nicht alles so ernst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Sagte ich gerade eben schon, lasst mir gerne einen Daumen nördliche Richtung da. Kommentiert gerne meinen Kanal, falls ihr einen individuellen Kanal sucht zum Thema Investments wie Gold, Silber, Aktien etc. und so weiter. Dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und ihr werdet es mit Sicherheit schon gemerkt haben, nein, ich laufe nicht dieser Norm hinterher. Ich sehe da keinen Mehrwert, dieser Norm hinterher zu laufen. Sehe ich einfach nicht, ja? Weil diese Norm hat überhaupt erstmal dazu geführt, dass wir heute alle da stehen, wo wir stehen, ja? Mit diesem System. Das ist nämlich der Punkt. Und ich bin der Meinung, wir brauchen als Menschen wieder Innovativität, Weitsicht und, wie sagt man, einen Blick, ja? Ein Blick für Neues in unserer Welt, ja, aber das ist nur so meine Meinung und ja, ich muss nicht immer irgendwie einen Anzug anziehen, um irgendwelchen Leuten was glaubhaft zu versichern, warum, wieso, ja, es gibt ganz viele tolle Menschen, die da auch ohne Anzüge klarkommen, davon bin ich doch fest überzeugt, so, jetzt aber gut, jetzt aber reicht's wirklich, danke fürs Zusehen, ciao mit V, viel Liebe geht raus, großer Kuss, danke für eure Zeit, ciao mit V, euer Matze.